Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zum heutigen Montag zu unserer kleinen Reise. Wir fahren jetzt zuerst nach Michelau, laden ab, dann fahren wir nach Nürnberg, laden den Rest ab und dann fahren wir nach Weißenburg. Das ist zwischen Ingolstadt und Eichstätt da irgendwo, nee, hinter Eichstätt. Irgendwo da bei Eichstätt. Unser Navi wird uns schon führen. Also, wir haben ja gewaschen. Wie ihr seht, er glänzt noch. Hahaha. Schön, ne? Ja. Alles noch in Ordnung. Alles tippitoppi noch. Jetzt mache ich noch schnell einen Rundgang, ob alle Lichter gehen. Angesattelt habe ich ja auch gerade. Aufgesattelt. Der war ja am Wochenende in der Werkstatt. Und musste ja der Kühlschrank gebaut werden, der Auszug. Den habe ich ja nicht mal rausgebracht. Und der musste gebaut werden, da war er am Wochenende in der Werkstatt. Die haben mir den am Samstag dann wieder hergebracht, hergestellt. Schlüssel am vereinbarten Ort hinterlegt. Und jetzt habe ich noch aufgesattelt. Und jetzt mache ich noch eine kurze Kontrolle, ob alle Lichter gehen. Und dann geht's ab die Post nach Michelau. So, meine Lieben, nochmal einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Jetzt schauen wir, dass wir hier rauskommen. Und dann diesmal ab nach Michelau. Na komm. Naja, ist schon allerhand drauf, ne? So, das schiebt man hier rückwärts so schräg rein. Und dann fahren wir schön hier den Bogen raus. Ja, mein Kühlschrank geht wieder. Ich kann ihn wieder rausziehen. Habe ich jetzt wieder mehr Platz hier drin. Ich musste ja die ganzen 2 Wochen jetzt hier, bis das gebaut werden konnte, musste ich ja meinen Kühlschrank reintun, meinen transportablen. Und der stand mir ja hier in der Mitte voll im Weg immer, ne? Musste ich ja immer drüber klettern. Im Dicken hatte ich den ja immer vorne bei der Beifahrerseite stehen. Weil da war ja Platz. Aber hier habe ich ja keinen Platz auf der Beifahrerseite, weil ich ja hier nicht diese zurückgesetzte Beifahrersitzbank habe, ne? Deswegen war der hier immer in der Mitte und hat mir immer im Weg gestanden. So, jetzt mache ich noch schnell einen Auflieger hinten runter. Du wisst ja, wenn ich hier wenden muss und hier rausfahre, da ist ja immer so huckelig, da mache ich ja immer gerne den Auflieger hoch. Ist er wieder. Meine Gutsten, da ist er wieder. So, dann düsen wir mal los. Um 7 müssen wir in Michelau sein. Das schaffen wir locker. Nach meiner Navigation hier sind wir 7:15 dort. Wir fahren gleich über die 173.
Da ist zwar die Umleitung, aber die lässt sich ganz gut fahren. Haben wir ja festgestellt am Freitag. Nee, war das am Freitag? Nee, am Donnerstag. Donnerstag haben wir das festgestellt. Donnerstag in der Nacht. Donnerstag früh, wo wir nach. Nee, in der Nacht. Wo wir nach Treuen gefahren sind. Da haben wir festgestellt, dass sich die Umleitung ganz gut fahren lässt. Ohne große Zeiteinbuße. Und wenn wir nach Michelau wollen, dann macht es ja Sinn, dass wir die 173 runterfahren. Da fahren wir bis Lichtenfels Ost und dann Lichtenfels Ost runter rüber. Da brauchen wir nicht durch Michelau durchkurven. Müssen wir zwar durch Lichtenfels ein Stück fahren, aber das ist geschenkt. So, meine Guten, dann wollen wir mal die U1 fahren. Da werden wir jetzt etlichen Lasterverkehr im Gegenverkehr haben, denke ich mir mal. Aber was soll's. Wir sind ja schon hoch so gefahren auf der Umleitung. Das geht eigentlich sehr gut. Lässt sich ganz schön fahren. Da hat es aber einer eilig. Das letzte Mal sind wir hier bei Nacht durch, ne? Da haben wir gar nichts gesehen. Das ist Selbitz. Imbiss hat doch geschlossen. Der Imbiss hat noch zu. Und hier schlafen auch noch alle. Platz nur für PKWs. Umleitung geradeaus. Apotheke hat auch noch zu. Ja, fahren viele die Umleitung, ne?
Nee, wie gesagt, die lässt sich auch schön fahren, also keine Engstellen groß drin, auch keine kleinen Engstellen. Ja, so ist es. So, hier kommt die Bahn. Hier kommt die Bahn. Ja, zum einen hat mir das jemand von euch geschrieben, dass das hier eine Umgehungsstraße wird, und zum anderen haben sie jetzt hier vorne, relativ weit vorne, eine Tafel aufgestellt. Das wird eine Umgehungsstraße von Michelau bis Redwitz Ost. Verlegung der B173 stand da. Also wird man dann wahrscheinlich hier so außen rumfahren. Naja, immer zu, legt immer mehr oder außerhalb der Straßen, dann hält gar niemand mehr irgendwo und kauft irgendwas. Dann machen in Zukunft alle zu. In den Städten, in den kleinen Orten. Ich meine, wenn ich so eine Umgehungsstraße habe, dann fahre ich nicht nochmal wegen irgendwas da in so einen kleinen Ort rein, ne? Wenn ich jetzt so vorbeifahre an so einem kleinen Ort und ich sehe irgendwas, da habe ich schnell mal gehalten. Aber extra reinfahren dort, mache ich dann nicht. Weder mit dem Wohnmobil, noch mit dem LKW, noch mit dem PKW. Also ich will jetzt wirklich zielgerichtet was Bestimmtes kaufen. Aber da werden sich viele überlegen, ob sie da in die kleinen Ortschaften nochmal reinfahren oder nicht. Das beruhigt zwar die kleinen Ortschaften, aber es macht auch die ganzen Händler kaputt, ne? Weil da viel Kundenpotenzial dann wegfällt. So, meine Guten. Ich musste bloß erst noch schnell Papiere sortieren. Da ihr ja die Papiere aber nicht sehen dürft, musste ich euch abschalten dazu. Ihr dürft zwar alles essen, aber nicht alles wissen. So, wo geht's denn jetzt lang? Was sind denn das für fürchterliche Straßen hier? Meine Güte. Vor allem die Hubbel siehst du nicht. Ne? Ach, jetzt. Da sind wir ja hier einmal mit der Kirche ums Dorf gefahren. Hier kommen wir jetzt, glaube ich, auf die Siemensstraße wieder raus irgendwo. Genau hier. Wo sind denn wir da gewesen? Keine Ahnung. Das Ding ist ja riesig. Die Firma. Die ist ja riesig, die Firma. So. Und jetzt?
hier rechts. Hier rechts. Dann machen wir das halt mal hier rechts, wenn sie das will. Wir müssen jetzt nach Nürnberg. In Nürnberg abladen. Mädel, ne? Weißt du, dass wir nach Nürnberg müssen. Hoffe ich, dass du es weißt. Kinder weg, Gas. Nicht umgedreht, Gas weg, Kinder. Rödel am 3.7. in Lichtenfels. Na gut. Nicht, dass die uns jetzt hier mitten durch Michelau schickt, ne? Wäre vielleicht auch einfacher gegangen über Lichtenfels. Naja, aber was soll's, da sehen wir mal die Michelauer Kirche. Ach ja, die wollte ich schon immer mal sehen, die Michelauer Kirche. Wenn alle schön langsam machen, dann funktioniert das auch. Meine Guten, das erste T-Shirt habe ich schon gewechselt, das hängt schon zum Trocknen da. Jetzt müssen wir schauen, wie wir hier rausfahren müssen. Hier vorne wahrscheinlich links und dann gleich wieder die nächste rechts, wie es ausschaut. Seht ihr, die Schranke geht sogar von alleine auf. Ha. So. Hier links und die nächste rechts. Um eins rum sind wir dort. Schauen wir mal, hier kommt was. Jetzt können wir. Jetzt können wir. So, und hier von rechts. Ach, hier ist doch ausgeschlossen, Autobahn. So,
ein Kaffee weckt doch Lebensgeist, das sage ich euch. So, und dann da vorne wieder rechts auf der Autobahn. Ist das schon wieder eine Hitze? Meine Güte. Ich habe nur von daneben stehen, habe ich schon geschwitzt. Gar nicht viel gemacht. Ein bisschen Zeug hinten runtergeräumt, dass der mit dem Stapler drauf konnte. Und mehr nicht. Und da fange ich schon an zu schwitzen, wie blöd. Ich muss nachher mal das ABS-Kabel wechseln. Irgendwas hat mit meinem ABS hier nicht hin. Vielleicht liegt es ja am Kabel. Schauen wir mal. Das kriegen wir aber hin. So, eine Stunde brauchen wir bis zum nächsten Kunden. 60 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie weit wir heute noch fahren. Es ist jetzt gleich 12, um 1 sind wir beim Kunden. Ja, bei dem Geist war ich aber noch nicht auf dem Hof. Aber wir waren hier schon in anderen Firmen hier im Hafen. Wir haben hier auch schon im Hafen geschlafen, weil sie uns nicht mehr abgeladen haben. So, jetzt läuft gerade hier jemand. Ich musste mich erst mal orientieren jetzt hier. Nifco, hier müssen wir rein. Hier unten irgendwo muss es sein. Die rangieren hier alle rückwärts rein, na prima. Bin ich doch gespannt, ob wir das auch müssen. Das fehlt mir ja noch. Alles vollgestellt und rückwärts reinfahren überall. Na, gucken wir erst mal. Hier unten irgendwo. Ach, hier steht's ja dran. Da steht's dran. LKW-Anmeldung, Truck-Registration da drüben. So. Dann fahren wir mal noch ein Stück hier runter. Und dann haben wir ja hier unten eine Wendeschleife, wenn wir hier rückwärts rein müssen irgendwie. Ach, hier steht Stopp und hier ist schon ein Elflein. Eine Show. Eine Show. Hier ist doch schon ein Elflein. So. So, meine Guten. Jetzt haben wir geladen. Hat eine Weile gedauert. Aber dann ging es fix. Die mussten erst noch entscheiden, wie viel ich drauf kriege. Ob ich 33 drauf kriege oder 48. Dann habe ich doch 48 drauf gekriegt. So, jetzt fahren wir noch bis Hermsdorf und dann ist Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht.
War aber eigentlich schlecht zu finden, die Firma. So, hier fahren wir wieder auf die B2. Und dann die 6 und die 9. Stau zeigt es keinen an. Ich denke mal, so kurz nach 5 sind wir dann in Hermsdorf. Und dann muss ich erst mal gucken, was mit meinem ABS los ist, ob das Kabel spinnt. Mal gucken, ob die in Hermsdorf für mich so ein Kabel haben. Dass wir mal das Kabel wechseln und dann sehen wir ja, was ist. Ich habe jetzt gerade mal 4 Tonnen drauf und die Liftachse ist unten. Das geht ja gar nicht. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass irgendwas mit dem ABS nicht unten. Zeigt mir aber vorne nichts an mit dem ABS, ne? Kann nur an dem Kabel irgendwas nicht passen. Dass da was kaputt ist. Naja, das werden wir sehen. Ach, der will an die Tankstelle, der will gar nicht auf dem Autohof. Das ist bestimmt ein Gasauto, der will bestimmt Gas tanken. Denke ich mir mal. Ja, wenn ich jetzt eine Badehose mit hätte, könnte ich noch mal ins Schwimmbad gehen. Das ist nämlich gar nicht weit von hier. Könnte ich mich noch ein bisschen in die Sonne legen, mich bräunen lassen. Aber ich habe keine Badehose mit. Pack die Badehose ein, nimm das kleine Schwesterlein und dann nichts wie ab zum Wannsee. Hier kommt ein langer LKW, der will nicht zum See. Lass dir's schmecken, Kollege. Vier Stunden 15 und knapp 8 Stunden Gesamtlenkzeit. So, also wird jetzt nicht mehr getankt. Jetzt wird geparkt. Mal gucken, wo Platz ist. Es werden ja immer mehr lange LKWs hier. So, hier fahren wir rein. Hier fahren wir rein. So muss es sein. Schön ordentlich hinstellen, dass der Ted nicht meckert. So, meine Guten. Ordentlich eingeparkt. Seht ihr das? In Reihe und Glied. Jo, was gibt's noch zu sagen?
Wir stehen jetzt in Hermsdorf, machen jetzt hier schön Feierabend. Jetzt gehe ich erstmal vor in den Container, ein bisschen duschen. Und dann was essen. Dann gucke ich nochmal bei euch in die Kommentare. Und dann geht's ins Bett. Morgen früh um 6 machen wir hier los. Das langt völlig aus. 3,5 Stunden brauchen wir bis hoch. 9.45 Uhr müssen wir oben sein. Also, wisst ihr Bescheid, ne? Um 6 Uhr hier. Düsen wir ab. Wer nicht da ist, bleibt stehen. Also meine Guten, dann wünsche ich euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Schön gesagt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Einen schönen Abend, ein gutes Nächtle. Und bis morgen früh um 6. Gehabt euch wohl.